Abgestempelt als Betrügerin und finanziell vor dem Ruin. Christi Rongen ist eine von rund 20.000 Betroffenen in den Niederlanden, von denen die Finanzbehörden zu Unrecht tausende Euro an Kinderbeihilfen zurückforderten. Viele verloren ihre Häuser, Ehen zerbrachen. Christi Rongen selbst hat nun 92.000 Euro Schulden. Es hat mich wirklich mitgenommen. 2 Jahre war ich mit Burnout zu Hause. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Es ist ein Wunder, dass ich noch da bin. Eine Untersuchungskommission in den Niederlanden sprach schon im Dezember von beispielloser Ungerechtigkeit. Heute nun kündigte Regierungschef Mark Rutte wegen des Skandals seinen Rücktritt an, auch wenn er selbst darin gar nicht verwickelt war. Es ist heftig, was da passiert ist. Der Rechtsstaat, der Sie und mich beschützen soll gegen die Allmacht der Behörden, hat hier versagt. Und deshalb ist unsere Antwort als Regierung dafür, die Verantwortung zu übernehmen. Per Fahrrad überbrachte er diese Botschaft am Nachmittag dem König. Bis zur ohnehin geplanten Wahl am 17. März will Rutte aber kommissarisch im Amt bleiben. Auch wenn wir zurücktreten, ist es wichtig, dass die Regierung handlungsfähig ist, um sich um Corona zu kümmern und alles Nötige zu tun, um die Pandemie zu bekämpfen. Die Regierung der Niederlande tritt zurück. Für die Wahl in 8 Wochen aber gilt Mark Rutte trotzdem als klarer Favorit. In allen Umfragen liegt er mit großem Abstand auf Platz 1.